Eine Patientin hat mir erzählt, dass sie nach der ersten Behandlung bei mir eine Kartenlegerin besucht hat, die sie öfter aufsucht. Die Kartenlegerin hat in ihre Karten geschaut, das ist, was Kartenlegerinnen so tun, und hat dann meine Patientin gefragt, was haben Sie gemacht? Ihr Schicksal hat sich verändert. Darüber möchte ich Ihnen jetzt erzählen in den nächsten Minuten, von einer Therapie, die so tief greift, dass es Leute gibt, die sie als schicksalsverändernd bezeichnen, ja, und was es damit auf sich haben könnte. Mein Name ist Agnes Schitter, ich bin Physiotherapeutin, ich arbeite an Patienten, ich unterrichte aber auch und ich forsche an komplementärmedizinischen Themen. Und normalerweise lasse ich die Erfolge meiner Behandlungen nicht von Kartenlegerinnen interpretieren. Aber in diesem Fall war das ein sehr anschauliches Beispiel und vor allen Dingen fühle ich mich sehr gut wahrgenommen in meiner Absicht durch das, was sie da beschrieben hat. Und was könnte sie jetzt gemeint haben mit dem Wort schicksalsverändernd? Ich möchte für diesen Talk hier das Wort Schicksal mal definieren als das, was das Schicksal ist, das hinter uns liegt, ist alles, was uns passiert ist. In dem Moment, wo was passiert, brauchen wir nicht mehr darüber verhandeln. Es gibt kein Hätten und Wären mehr, sondern es ist dann eine objektive Realität. Gleichzeitig erlebt doch jeder das, was passiert, auf seine Weise. Ein lebensgefährlicher Autounfall kann für einen Menschen bedeuten, dass er in der nächsten Zeit unter Angst- und Panikgefühlen leidet. Und ein anderer Mensch kann einen lebensgefährlichen Autounfall haben und ist danach dankbar und nichts als dankbar. Das sind verschiedene Verarbeitungsmechanismen. Und wir kommen dadurch in einen bestimmten Modus. Das heißt, nicht nur wir machen Erfahrungen, sondern Erfahrungen machen auch etwas mit uns. Sie prägen uns. Sie machen uns anfällig für Gefühle von Glück und Unglück. Und damit werden sie ein Teil dessen, was unser zukünftiges Schicksal ist. Sie bestimmen, wie wir mit uns umgehen, was wir uns zutrauen, welche Chancen wir uns geben und wie wir mit den Chancen umgehen, die das Leben uns gibt. An diesen Prägungen zu arbeiten und solche Prägungen zu verändern, ist mein Job. Die Mikrokinesie wurde von Physiotherapeuten und Osteopathen entwickelt. Der Wortteil Kinesietherapie bedeutet auf Französisch Physiotherapie und wenn man es wörtlich übersetzen würde, dann wäre es Bewegungstherapie. Die Vorsilbe Mikro weist darauf hin, dass es sehr, sehr feine Bewegungen sind, die wir einsetzen, um mit einem Körper zu kommunizieren. Und das ist, was im Grunde immer passiert. Körper erzählen die ganze Zeit. Körper erzählen darüber, wer sie sind und was sie wollen und was ihnen passiert ist. In der Therapie erzählen sie vor allen Dingen darüber, was nicht optimal geklappt hat, Ereignisse, die sie nicht optimal verarbeiten konnten. Wenn zum Beispiel jemand einen Muskel hat, der sehr plötzlich sehr stark gedehnt worden ist, dann entwickelt er eine Zerrung. Und wenn jetzt ein Therapeut diesen Bereich abtastet, wo der Muskel liegt, würde sich der Muskel anders anfühlen als die Strukturen rundherum. Dieses Anders könnte man am besten beschreiben mit ein bisschen weniger lebendig. Und nach ein paar Tagen wäre das wieder gut. Wir erholen uns ja ständig von irgendwelchen kleinen und großen Dramen, die passieren. Aber manchmal klappt es nicht. Und anstatt das Problem zu lösen, arrangiert sich der Körper nur damit, dass das Problem da ist. Also, dass es einen Muskel gibt, der Bewegungen nicht ganz so gut mitarbeitet wie alle anderen, die daran beteiligt sind und dass dieser Muskel vielleicht sogar hin und wieder ein bisschen wehtut.
würde dann ein Therapeut dorthin gehen und tasten? Würde dieser Muskel auch nach Jahren und Jahrzehnten noch ein bisschen dieses nicht ganz so lebendige Gefühl vermitteln? Und das ist so diese Grundbeobachtung, mit der alles begann. Die Aufgabe des Therapeuten besteht dann darin, genau diese Information noch einmal dem Körper zu spiegeln, wie wir das auch in Gesprächen immer wieder tun. Wir sagen, ah, meinst du dieses und jenes? Und dann sagt das Gegenüber, ja, genau eben, und dann deshalb. Genauso machen wir das über die Hände mit dem Körper des Patienten. Zuerst waren die Verletzungen, die auf diese Art behandelt wurden, genau wie die beschriebene. Sachen, die mechanisch passiert sind, zu schnell, zu heftig. Der Körper konnte nicht reagieren, war sozusagen sprachlos für einen Augenblick und später wusste er nicht mehr genau, was da war und so kam es, dass dieses Problem nicht gelöst wurde. Mit der Zeit haben die Entwickler bemerkt, es gibt auch andere Wege, wie es passieren kann, dass ein Problem nicht optimal behandelt wurde vom Körper, zum Beispiel, dass etwas zu langsam und zu schleichend passiert. Wenn etwas immer mehr, ein ganz klein wenig noch mehr enger wird, kann sein, dass dem Körper das nicht auffällt und er nicht darauf reagiert, weil es einfach so unterschwellig daherwabert. Auch dafür haben sie Griffe gefunden, kann man behandeln. Und dann ging es so weiter, sie tasteten sich vor zu anderen Problemstellungen. Es gibt die Situation, dass wir Schocks erfahren, die nicht mechanisch sind und trotzdem am Schluss Schmerzen machen, wie Temperaturschocks, erkältet sein. Ne? Man kann sich an der Wirbelsäule so erkälten, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Das ist ein Schock, das ist ein Problem. Damit kommen Leute in die Physiotherapie. Na, was machen wir dann? Mikrokinesietherapie sagt, wir schauen, mit welcher Art von Berührung wir diese Information lesen können am Körper und geben diese Information dann so zurück. Also es gab dann jede Menge verschiedener Grifftechniken, die alle das Ergebnis haben sollten, dem Körper zu vermitteln, so hast du gesprochen, so antworte ich dir darauf. Neben den Problemen, die die Welt bietet, gibt es auch Probleme, die wir selbst kreieren. Zum Beispiel, die Welt ist gemein, und es sticht mich eine Biene. Gut, ist nicht angenehm. Aber wenn ich jetzt eine Allergie auf Bienengift habe, ist meine Antwort auf diesen Bienenstich doch deutlich größer und gefährlicher als der Bienenstich selbst. Und so kann es sein, dass unsere Antwort das wirkliche Problem ist in manchen Situationen und nicht einmal so sehr, was von außen kam. Manches Mal sind wir gerade nicht in der Lage, adäquat zu antworten. Wir antworten zu wenig, zu viel oder überhaupt falsch rum. Und auch dafür brauchen wir Lösungen. Und die Lösung sollte möglich sein, wenn später, an der Stelle, wo der Körper schon bemerkt, eigentlich habe ich das überlebt. Noch einmal die Information kommt, ja mal, genau das und das, was du mir erzählt, ist passiert, räum es doch auf. Man kann, wenn man so will, sagen, dass in der Mikrokinesietherapie lauter Probleme behandelt werden, die zu dem Zeitpunkt, wo sie eingetroffen sind, eine Überforderung dargestellt haben. Wenn der Organismus nicht in der Lage war, das zu prozessieren. Aber Überforderung kann sehr viel sein. Überforderung ist nicht nur auf diesem körperlichen Niveau von Mechanik, Temperatur, sondern man kann nebst einem Schock auch eine länger dauernde Überforderungssituation erleben, die dann dazu führt, dass man in einen Burnout kommt. Aber es kann auch sein, dass man schon überfordert ist mit der Familie, in die man geboren wird. Es ist also ein sehr, sehr, sehr breites Feld an möglichen Überforderungen geworden, die wir behandeln können und die am Schluss immer zu dem einen oder anderen Unwohlbefinden im Körper oder im Leben führen. Manche der Probleme, die wir heute behandeln können, sind schon seit Jahren in der Familie.
Ja, die Mutter bekam immer Migräne, die Großmutter reagierte mit Migräne. Das ist bei uns so, ich kriege auch Migräne, wenn es mir nicht gut geht. Mit solchen Erfahrungen konfrontieren mich viele Patientinnen. Und das ist eigentlich auch logisch, dass wir nicht nur die körperlichen Merkmale und das Aussehen unserer Eltern erben, sondern auch die eine oder andere Strategie, mit Problemen umzugehen. Entweder wir erben es schon oder wir erlernen es im Laufe unseres Lebens. Und es gibt Sachen, die sind so überfordernd, dass eine Familie schlichtweg das in ihr Gedächtnis aufnimmt. Ich arbeite normalerweise und lebe auch in der Schweiz. Und als ich angefangen habe, in Österreich zu unterrichten und da mehr Österreicher in die Hände bekam, dachte mir, Wahnsinn, die haben so viele Belastungen über mehrere Generationen. Und als ich mir darüber Gedanken machte, ist mir eingefallen, stimmt, die Schweizer haben sich schon länger nicht mehr aktiv an Kriegen beteiligt. Und es ist so, dass wir über 4 Generationen in der Mikrokinesietherapie Probleme finden. Das heißt auch vom Zweiten Weltkrieg. Haben wir alle, die wir da sitzen, mit großer Wahrscheinlichkeit noch was. Und diese Vorstellung, wie tief solche Ereignisse gehen, dass es nicht nur eine Frage dessen ist, dass die Länder und Infrastrukturen zerstört werden und dann baut man es wieder auf und dann ist gut, sondern dass es was ist von der Generationen und Generationen, eine Einschränkung in ihrem Lebensgefühl und ihrer Gesamtlebendigkeit und damit in ihrem Potenzial an Kreativität haben, ist für mich was Erschreckendes. Vor allen Dingen, wenn wir heute wieder sehen, Kriege aller Orten, Flucht aller Orten. Und das betrifft nicht nur die Menschen, die jetzt im Moment darunter leiden, sondern auch noch deren Kinder und Kindeskinder. Und die Frage ist, wir haben was in der Hand, unterstützen wir die Leute so gut wir können. Wenn wir uns das so anschauen, dieser Fokus, den Therapien immer haben und den auch die Mikrokinesietherapie hat, auf das Problem zu schauen, auf alles, was uns einschränkt und alles, was uns belastet, dann ist in der Mikrokinesietherapie die Idee, dass der Therapeut das nicht wegnehmen kann. Er kann nur schauen, ob er in der Lage ist, eine Hilfestellung zu leisten, damit die Patienten sich von dem lösen können, was sie schon überlebt haben und was eigentlich hinter ihnen liegt. Und dafür sollten 2 bis 3 Sitzungen genügen. Danach sollte dieses ursprüngliche Potenzial an Mut, Kraft und Lebendigkeit wieder freigesetzt sein. Auch wenn das schlimme Sachen waren, auch wenn das große Sachen waren. Das heißt aber auch, die Mikrokinesietherapie hat diese Grundidee, dass einem Menschen in dem Sinn nichts hinzuzufügen ist, dass dem Menschen nichts fehlt. Wir brauchen nichts. Als Lebewesen haben wir diese Kompetenz zu leben und uns zu entfalten und wenn es nötig ist, eben auch zu reparieren und zu regenerieren. Wir sind dafür geschaffen und das Einzige, was wir vielleicht manches Mal brauchen, ist, dass wir daran erinnert werden, dass wir das können. Dankeschön.